Unser nächster Gast ist Michael Lüders. Herzlich willkommen. Hallo. Die Stimme ist bekannt, auch wenn sie eben nur ganz kurz mit dem Hallo vertreten war, aus Radio und Fernsehen. Auch das Gesicht ist bekannt. Vorgestellt wird er meist mit der Berufsbezeichnung Nahostexperte. Er erklärt dann die aktuellen Ereignisse, wem das Atomabkommen mit dem Iran denn nützt, warum Israels Premier Netanyahu im amerikanischen Kongress redet und nicht mit Obama. Er kommentiert die Eroberungen und Niederlagen des Islamischen Staates, ein Mann der aktuellen Ereignisse also, der jetzt bei C.H. Beck ein Buch vorgelegt hat, nicht sein erstes, ein Buch, das eher in die Tiefe geht, die historische Tiefe. Wer den Wind sät, heißt es, was westliche Politik im Orient anrichtet. Das ist der Titel. Wer Wind sät, wird Sturm ernten, heißt das Sprichwort vollständig. Weiß man denn immer genau, woher der Wind weht? Weht er denn immer aus dem Westen, wenn der Sturm droht? Also wenn wir uns die Verhältnisse angucken in der arabisch-islamischen Welt, dann muss man sagen, dass sie ja zunächst einmal unerfreulich sind. Überall herrschen Chaos, Anarchie, Gewalt, Kriege, Zerstörung und Selbstzerstörung. Und wenn man die Frage stellt nach den Ursächlichkeiten, dann gibt es im Grunde genommen zwei Möglichkeiten, dieses zu tun. Die oberflächlichste aller Varianten lautet, das liegt an der Religion, wo Islam draufsteht, ist Terror drin. Und damit glaubt man dann, eine Erklärung gefunden zu haben. So einfach sind die Dinge aber nicht. Man muss sich schon die Mühe machen, an die sozialen, gesellschaftlichen und politischen Ursachen der vielen Krisen heranzugehen. Und es sind im Grunde genommen zwei Faktoren, die eine große Rolle spielen, um die Krisenhaftigkeit des Orients zu erklären. Das ist zum einen das Vorhandensein korrupter und unfähiger politischer Eliten, die in ihre eigenen Taschen wirtschaften, die kein Interesse daran haben, ihre Länder zu entwickeln, die nie gelernt haben, Macht zu teilen. Und es ist zum anderen die Einflussnahme westlicher Politik seit der Unabhängigkeit der arabischen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg und auch zuvor während des Kolonialismus. Und ich versuche halt in diesem Buch aufzuzeigen, wie seit dem Sturz des demokratisch gewählten Premierministers Mossadegh im Iran 1953 bis in die Gegenwart zum Entstehen des Islamischen Staates im Grunde genommen eine Spur der Unvernunft westlicher Politik, vor allem amerikanischer Politik, dazu geführt hat, dass die Region so chaotisch ist, wie sie sich heute darstellt. Aber ist denn tatsächlich 1953 der Sturz von Mossadegh im Iran der Sündenfall, als der, den Sie darstellen? Müsste man nicht eigentlich weiter zurückgehen nach dem Ersten Weltkrieg, die Neuaufteilung der ganzen Region? Wenn man richtig zurückgehen will, ganz tief hinein in die Geschichte, dann muss man anfangen mit dem Kolonialismus. Das ist ganz klar. Im Grunde genommen, der Ursündenfall, wenn man so will, war die Napoleon-Expedition nach Ägypten im späten 18. Jahrhundert. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe den Kolonialismus hier weitestgehend rausgelassen. Natürlich habe ich erwähnt, dass zum Beispiel die Grenzziehungen der arabischen Staaten, man muss ja nur auf eine Landkarte gucken, mit dem Lineal gezogen von den Westmächten zu verantworten. Das alles wird erwähnt und auch erklärt. Aber ich konzentriere mich auf die Zeit nach der Unabhängigkeit der arabischen Staaten, der islamischen Welt, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Mossadegh, der Sturz dieses iranischen Premiers 1953, war nach meinem Empfinden der Sündenfall schlechthin. Mossadegh war ein demokratisch gewählter Premierminister, der den Fehler begangen hatte, die iranische Erdölindustrie zu verstaatlichen, was die Briten sehr verärgert hat, die immensen Profit gezogen haben aus den Ölreserven des Iran. Und gemeinsam mit den USA hat man dann dafür gesorgt, dass Mossadegh gestürzt wird. Und alle Historiker sind sich eigentlich darin einig, dass der Sturz Mossadeghs 1953 eine Fortwirkung hatte, 26 Jahre später im Verlaufe der Islamischen Revolution unter Khomeini 1979. Diese Revolution wäre nicht geschehen, das ist eigentlich Konsens unter Historikern, wie erwähnt, hätte es 1953 diesen Putsch nicht gegeben, wäre der Schah nicht installiert worden als ein pro-westlicher Herrscher, der wenig getan hat, sein Land zu entwickeln, aber eben sehr enge Beziehungen unterhielt zu den USA und zu Israel. Und nach diesem Sturz von dem Schah 1979 begann ein neues Kapitel, das wiederum weitere Folgen hatte. Und wenn man verstehen will, warum der Iran heute eine so tiefe Feindschaft pflegt gegenüber Israel und den USA, die Wurzeln liegen hier. Inszeniert wurde der Sturz 1953, das muss man doch dazu sagen, vom britischen Geheimdienst zusammen mit der CIA. Jetzt aber doch die Frage, 1953, ist er denn tatsächlich heute noch so brisant und so präsent im Iran, dass man sagen kann, dass das bis hinein in die Erklärung des Atomstreites von heute Wirkungen zeigt? Das sind über 60 Jahre her. Im kollektiven Bewusstsein der Iraner und nicht nur der Iraner ist dieser Sturz des Jahres 1953 mindestens so präsent wie bei uns in Deutschland der 17. Juni 1953. Und die Iraner wissen eben auch von diesem Zusammenhang.
zwischen dem Sturz eines demokratisch gewählten Premierministers und dem Zusammenbruch der entstehenden Demokratie im Iran als Ergebnis dieses Putsches, der Installation einer Diktatur unter dem Schah und dann der gewalttätigen Antwort durch die Islamische Revolution 79. Und wie das eben so ist, aus einer Tragödie ergibt sich dann häufig die nächste Tragödie. Sie erinnern sich vielleicht, 1980 hat Saddam Hussein in der irrigen Annahme, der Iran sei durch die Revolution geschwächt, einen Krieg vom Zaun gebrochen gegen den Iran mit dem Ziel, die ölreiche Provinz an der irakischen Grenze zu arabisieren. Dort leben auch viele Araber. Das Ergebnis war ein 8-jähriger Krieg. Dieser Krieg zwischen Iran und Irak wäre eigentlich nach 2,5 Jahren zu Ende gewesen. Irak hätte ihn verloren, die Iraner hätten den Irak besiegt. Aber unsere amerikanischen Freunde, was haben sie gemacht? Sie haben den Irak massiv mit Waffen beliefert, haben Saddam Hussein stark gemacht, um einen Sieg des Iran zu verhindern. Das Ergebnis dieser Intervention war, dass der irakische Staat vollkommen pleite war, als Ergebnis dieser Kriegsschulden, die aufgenommen werden mussten. Und daraus wiederum ergab sich dann die nächste Tragödie, der Einmarsch Iraks nach Kuwait 1990. Denn Irak unter Saddam Hussein war pleite und man hatte die Idee, Saddam Hussein hatte die Idee, ich okkupiere Kuwait, dann bin ich der größte Erdölexporteur der Welt. Niemand kann mir was, da hat er die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn die Amerikaner wollten natürlich ihre Tankstelle Kuwait sich nicht von ihrem Erzfeind wegnehmen lassen. Also Schuldenpolitik hat auch damals schon eine Rolle gespielt. Das hat mich ein bisschen erinnert an unsere Schuldendiskussion heute. Sie gehen ja ein bisschen weiter. Es ist ja nicht nur der Iran und der Irak, sondern Sie handeln die einzelnen Krisenregionen getrennt und nacheinander ab. Afghanistan ist ein weiteres Thema, auf das man gucken kann und immer zeigen sich ähnliche Muster. Afghanistan, weiß man heute, ist kein Ruhmesblatt des Westens. Das ist inzwischen ja Konsens. Die Frage ist nur, wie die USA, die Sowjetunion Anfang der 80er Jahre, das beschreiben Sie sehr schön, in die Falle des Afghanistan-Krieges gelockt haben. So fragt man sich natürlich, in welche Falle ist denn der Westen getappt nach 9/11? Ja, es ist in der Tat sehr interessant zu sehen, wie wenig vor allem die Amerikaner aus den Fehlern gelernt haben, die sie gemacht haben, und wie es so eine Art Fluch der bösen Tat gibt. Es ist in der Tat sehr bemerkenswert, dass die Amerikaner bewusst den Einmarsch der Sowjetunion nach Afghanistan 1979 provoziert haben. Es gibt viele Parallelen zu dem Konflikt um die Ukraine heute. Das Ergebnis war, dass die Sowjetunion in diesem Krieg in Afghanistan hineingezogen wurde, ihn nicht gewinnen konnte. Das wussten die Amerikaner auch ganz genau. Und es gibt ein wunderbares Interview des damaligen Sicherheitsberaters Zbigniew Brzezinski, der auch heute noch eine wichtige Rolle spielt in der amerikanischen Politikberatung, der mit ungewohnter Freimütigkeit in einem Interview mit einer französischen Zeitung klar sagt, wir wollten die Sowjetunion in eine Falle locken. Wir